Servus, kurzes spontanes Video. Ich habe ja letzte Woche für euch angeteasert. Wir werden uns heute mal unser Diagnosebrett anschauen. Und das muss ich jetzt recht spontan machen, dieses Video, weil mein PC nämlich am Samstag die Flöten gemacht hat. Und meine Dateien, die meisten sind davon weg. Deswegen habt ihr jetzt nicht so viel davon gesehen. Auf jeden Fall schaut ihr euch das jetzt erstmal an. Also ein kleiner Zwischenstand, was jetzt passiert ist, ist jetzt schon mal einen Tag später. Ich habe jetzt hier die Steuergeräte mit einem Bügel, den habe ich mal aus dem 3D-Drucker selber gemacht, dass ich den fixieren kann. Die Stellmotoren für die ZV. Es sieht noch ein bisschen wüst aus, weil ich noch zwei Sachen jetzt gerade am Nachrüsten bin. Ich würde mal sagen, ich mache mal da kurz eben weiter. Wenn ich soweit bin, dann seht ihr das fertige Ergebnis. Paar Tage später sieht das Ganze natürlich so aus. Ich habe komplett eskaliert. Ihr habt jetzt noch die Aufnahmen gesehen, die ich noch retten konnte von dem Zeitraffer und von dem Ganzen. Also so sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt hier auf diesem Diagnosebrett für euch natürlich alles immer autark aufbauen und testen. Und zum Beispiel hier mein schönes kleines Zündschloss kann ich jetzt hier zack, zack einschalten. Das ist jetzt sozusagen Zündungsstufe 2. Das hier ist Zündungsstufe 1, das ist aus. Eine schöne ist, hier habe ich hinten einen Kippschalter, das ist dann Licht. Und wenn ich jetzt hier einmache, zack, zack und mache jetzt wieder Zündung aus, dann ist wie im Auto. Das ist wie im Auto so richtig. Ja. Hier drin ist auch noch ein EWS-Transponder. Aber hier ist ja die EWS. Ich zeige euch jetzt mal, was da jetzt alles für Steuergeräte ich montiert habe. Fangen wir mal an. Also hier einmal das GM4 Low. Das ist mein ZV-Modul, da ist noch nichts drin. Das Gehäuse ist noch leer. Also steckt auch nur hier so drin, dass die beiden halten. Dann habe ich hier die EWS. So sieht es jetzt dann aus. Und Stacho hinstellen, nicht dass wieder runterfällt, das wäre blöd. Dann, wie gesagt, haben wir hier die Stellmotoren, einmal hier, einmal da für die ZV, die Notstromsirene von der USA, die wir im letzten Video ja verbaut haben. Hier so ein E46 Ultraschallmodul, also Innenraumschutz. Hier, das ist das Dashboard, das steht sogar auch drauf, Dashboard. Habe ich alles mit dem 3D-Drucker erstellt. Wie gesagt, hier Warnblinker, die funktionieren. Leider fehlt natürlich noch mehr Widerstand. Ist nur ein Blinker angeschlossen mittlerweile. Müssten noch ein paar andere mit angeschlossen werden. Dann hier Fensterheber konnte ich noch nicht testen. Ich habe leider keine Fensterhebermotoren zu Hause liegen. Die liegen in der Halle. Hier die DWA-LED. Hier, der ist noch frei für einen Central-Lock-Schalter. Der kommt noch mit rein. Dann haben wir hier so einen kleinen Sicherungskasten. Da steckt jetzt hier gerade mein ADS-Interface drin. Das tun wir mal raus. Hier haben wir den OBD2-Slot. Hier der Schalter fürs Licht. Hier die Diagnose für die E36 und so. Und dann haben wir hier im Sicherungskasten auch natürlich Ordnung drin. Da können wir mal kurz noch mal reinschauen. Also ihr seht, es ist alles ordentlich verlegt, auch mit Sicherungen drin. Jede Sicherung hat auch, wie gesagt, seine Daseinsberechtigung. Und das ist alles schön da drin verstaut. Dann hier hinten haben wir einen Kammverbinder. Das ist alles auch original eingepinnt. Also da gibt es kein, ja, Kuddelmuddel drin. Dann hier, das ist das Blinkerrelais. Dann haben wir hier noch das Airbag-Steuergerät. Jetzt gehen wir mal hinten rum. Dann sieht man jetzt das Diagnosebrett mal von der Seite hier. Und ihr seht, ich bin so ein Kabelfetischist. Alles schön ordentlich verlegt, ne? Also da gibt es echt nichts.
kann mal das Tacho hochheben, dann sieht man das vielleicht noch etwas besser. Also mal so in der Art, ne? Jo, genau. Jetzt kann man mit dem Diagnosebrett natürlich jetzt halt dann für euch so autark so ganze Geschichten auslesen und wie gesagt halt auch testen und probieren. Und was halt ganz schön ist, hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Tacho und vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Dieses Tacho hat Öltemperatur nachgerüstet und das Allergeilste ist, ich habe einen Kodierstecker da drin und habe da jetzt Öltemperatur drauf bekommen. Das kann ich euch zeigen. Wir lesen das jetzt mal miteinander aus, dass ihr mir das auch glaubt. Das ADS-Interface müsst ihr hier auf ADS umstellen. Dann funktioniert es erst. Und öffnen wir mal Inpaar. Und dann kann ich euch zeigen, dass das auch funktioniert. Also hier Shift F9, Karosserie E36, jetzt drücken wir F3 für Kodierung, Öltemperatur. Und das Geile ist, ich habe auch noch die Fahrgestellnummer gleich angepasst auf das Tacho. Geile Scheiße oder geile Scheiße? Ja, das sind so die Dinge, wo ich jetzt hier so autark machen kann. Da muss ich nicht jedes Mal mein Auto zerrupfen. Und dafür ist dieses Diagnosebrett optimal. Also im Endeffekt ist dieses Teil nur so für Übungszwecke gebaut worden. Jetzt wisst ihr da Bescheid, für was dieses Diagnosebrett zuständig ist. Und einige wollten ja wissen, wie schließe ich denn eigentlich jetzt einen Tacho zum Beispiel da an und so. Das ist ganz einfach. Ihr braucht für jedes einzelne Steuergerät einen Schaltplan. Und da klemmt ihr euch einfach die Plus- und Minusleitungen an und die Diagnose. Dann könnt ihr das zu Hause auch anschließen und auslesen. Sehr schwierig ist es nicht, wenn man Schaltpläne lesen kann, ist das eigentlich recht einfach umgesetzt. Ich habe natürlich hier, wie gesagt, komplett eskaliert. Und ja, das Brett dient jetzt dafür als Diagnose- und Testzwecken. Also ihr seht es hier nochmal, ich habe da jetzt über 40 Stunden investiert, also wirklich penibelst gearbeitet und das alles funktioniert, muss man sich auch Zeit nehmen. Ich hatte da wirklich, ich glaube Samstagabend angefangen und irgendwann Montag, Dienstag war ich mit dem Brett fertig. Also ich habe Stück für Stück gemacht, zumal musste ich auch immer in den Steps warten, weil halt der 3D-Drucker mir die Teile erstellt hat und dadurch ich ja weitermachen wollte, musste ich halt immer pausieren, solange der Drucker arbeitet, weil ich habe das Teil ja dann gebraucht. Und ja, das ist schon auch geil, wenn man so einen Drucker hat, wenn man sich solche Teile erstellen kann, wie zum Beispiel das Zündschloss und so. Genau, wie gesagt, das ist jetzt so mein Testbrett. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und da können wir jetzt halt viel, viel Scheiße damit bauen. Ich habe schon einiges gemacht und ich halte euch auf den Laufenden. Und falls jemand noch Fragen hat zu diesem Brett, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte eure Frage natürlich sehr gerne. Haut rein, Leute. Lasst ein fettes Like da und natürlich ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Genau. Und wie gesagt, Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Bis dahin, haut rein. Man sieht sich. Und für euch schöne Ostern. Bye.